wo man dann auch, also man wird sicher auch für ein kleines Projekt auch jemanden finden. Wie gesagt, man muss sich halt dann nur der Kehrseite der Medaille halt bewusst sein. Wenn ihr das so als Seitenprojekt irgendwie macht oder neben der Arbeit, dann ist der halt wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen schlechter erreichbar. Dauert vielleicht dann auch ein bisschen länger, weil er halt dann vielleicht in seinem Hauptjob ist, gerade stressig, dann muss er das irgendwie abends mal machen. Vielleicht hat er irgendwann mal Frau und Kind oder Mann und Kind, er oder sie, und ist da dann wieder anders eingebunden. Also da muss man sich immer klar sein, was man möchte. Wenn man sagt, okay, ich habe halt einfach nicht das Budget, ja, dann kann man das schon machen. Dann unfair ist es, wenn es dann nicht so läuft, das alles dem Freelancer anzulasten oder der Freelancerin. Das diesem freien Mitarbeitenden da anzulasten, ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen unfair, weil man muss sich schon auch bewusst sein, was man da jeweils irgendwie erwarten kann. Und auch ja, dann die Aussage, also mit extern, das wird halt nichts. Wenn ich es eben so ein bisschen falsch angehe, dann muss ich mich ja nicht wundern, wenn ich dann nicht so weit komme. Gut, wenn man so sagt, ich habe hier eine App, die ich gebaut haben möchte mit dem und dem Budget, setzt dann mal, hol mir vielleicht für den UX-Teil, UI-Teil irgendwie eine Freelancerin, die das halt nebenher mal macht. Hab dann ganz nette Designs und sucht mir dann noch jemanden, der oder die das dann runterprogrammiert. Innerhalb von 2-3 Monaten, dann ist es halt so grob die Größenordnung, mit der man da rechnen muss. Also so 20-30.000 Euro ist dann so für einen einzelnen Dienstleister, Einzelunternehmer, der das dann leistet, ist es dann wahrscheinlich so die Größenordnung. Wenn ich jetzt ein bisschen größeres Projekt habe, ein bisschen größeres Budget, dann gehe ich zu einer entsprechenden Agentur. Und es gibt auch auf Freelancer Map oder auf Gulp gibt es auch so Stundensatzkalkulatoren bzw. eine Durchschnittsanzeige, was so ein Freelancer kostet. Also ich würde mal sagen, so über den Daumen gepeilt, wenn man es wirklich über einen Einzelnen abbildet, dann so um die 80 Euro die Stunde, untere 70, 80 Euro so Stunde die Grenze, dann kann man sich das mal ausmultiplizieren. Ich würde auch wirklich empfehlen, das mal von der anderen Seite her zu rechnen, weil also wir hatten auch schon so Fälle, da hatte der Kunde im Angebot angefragt, also jede Menge Features, also wirklich eine lange Feature-Liste. Wir haben das alles aufgeschlüsselt, wie das so, was das so aufwandsmäßig wäre. Also wir hatten da noch gar nicht so über den Preis geredet, sondern einfach mal so von den Aufwänden her. Und wir sind dann bei dem Aufwand von 3-4 Monaten rausgekommen. Also im Endeffekt wieder irgendwie so bei dieser Grenze 30.000, 40.000, irgend sowas war das. Ich weiß nicht mehr so genau, aber da ist der aus allen Wolken gefallen. Also vorher die Zeitschätzung, die kam ihm alles komplett plausibel vor. Da hat er gesagt, ja, das passt schon, aber als dann der Preis dran stand, fiel er so aus allen Wolken und meinte, ja, das wäre ja komplett jenseits von dem, was er irgendwie mal ausgeben könnte. Also ist er auch schon einige Jahre her. Wo wir uns dann halt auch so ein bisschen gedacht haben, okay, also grundsätzlich kann man sich ja auch mal ausrechnen. Ich nehme einfach mal kalkulatorisch die 80 Euro die Stunde, multipliziere das mit dem Aufwand von einem halben Jahr, da komme ich nicht bei 10.000 Euro raus. Das wird nichts. Also da muss ich dann schauen, wo ich woanders spare. Und warum ich vorschlage, dass man das auch mal selber durchrechnet, ist halt, wenn man eben so eine Projektausschreibung macht, wie gesagt, man wird Angebote durchaus mit einem Faktor von bis zu 10 irgendwie bekommen. Also der eine bietet 10.000, der andere will es für 100.000 machen. Jetzt bevor man sich jetzt die Hände reibt und sagt, ja cool, hier habe ich einen, der macht mir das Ganze für 10.000, sollte ich ihn halt mal hinterfragen, wie macht er das für 10.000? Wo ist da das... Wie kann der da so einen kompetitiven Vorteil gegenüber dem mit den 100.000
erreichen? Oder was macht er für 100.000 so ineffizient, dass es auch Leute gibt, die es für 50.000 machen? Und da hilft dann eben, wenn man es mal so ein bisschen durchgerechnet hat oder so ein bisschen sich da mal den Stundensatz anschaut. Also es kann auch durchaus sein, dass der für 10.000 das irgendwie ernst meint und auch solide macht. Aber man muss halt hinterfragen, wie macht das? Also da würde ich schon hinterfragen, wie macht er das? Und das nicht so unbesehen kaufen, weil sonst hat man am Ende halt einen Haufen Ärger. Also ich denke auch, dass es nicht unbedingt dem Projektverlauf zuträglich ist, wenn ich einen Dienstleister, also sei es Einzelner oder eine Agentur habe, die das Ganze unter einem enormen Druck machen müssen. Also das ist in der Informatik, also bei Softwareentwicklern immer ein schlechter Weg zu gehen, wenn man die Leute unter Druck setzt. Wenn der Dienstleister als Agentur zum Beispiel das für ziemlich wenig Geld macht und das einfach nur aus dem Druck heraus macht, weil er jetzt den Umsatz noch irgendwie braucht, dann wird er wahrscheinlich diesen Druck auch an die Entwicklung weitergeben. Die machen das in Überstunden, bauen dann in der Zeit lauter Fehler rein. Und drum würde ich dann auch schauen, also als Tipp, da nicht eine Agentur zu nehmen, die dann unter Druck das zu einem Dumpingpreis macht. Und wie gesagt, mir dann eben anschauen, wo holen die eben ihren Vorteil raus, warum können die das zu einem anderen Preis machen als ein anderer. Es kann, wie gesagt, auch valide sein. Haben die halt ihr Team in Marokko oder weiß Gott wo sitzen und kriegen es aber auch gemanagt. Also das ist ja dann praktisch die zusätzliche Herausforderung. Aber wenn der Firmenchef da seine Wurzeln zum Beispiel irgendwo hat oder einfach die Sprachbarriere zwischen dem Projektmanager und dem Entwickler eben nicht da ist, weil der eine halt Muttersprachler ist oder bilingual aufgewachsen ist, und der das gut abbilden kann, kann es schon sein. Aber indem man halt erstmal fragt, woher kommt dieser Vorteil, kann man es dann auch so ein bisschen bewerten, ob der Vorteil tatsächlich da ist oder ob der halt nur Gefühl oder vorgebracht wird, um halt das Projekt noch irgendwie zu bekommen.